Nun, jetzt siehst du es mal an, wie funktioniert die Breitensuche nun in den Bäumen. Also wenn wir nicht jedes Kind bis zur Wurzel oder bis zum Blatt unten verfolgen, sondern wenn wir Ebene für Ebene abarbeiten wollen. Ja, das gibt's jetzt in diesem Video. Also, wir haben wieder einen unsortierten Binärbaum, wie schon bei den letzten beiden Beispielen mit der Tiefensuche, iterativ und rekursiv, hier wieder der gleiche Baum. Und wieder ist der Knoten so aufgebaut, dass wir sagen, es gibt einen Wert, einen Left und einen Right, das ist ein Binärbaum und der ist unsortiert. Also gibt es Left und Right, könnt ihr aber auch mit jedem beliebigen anderen Baum gehen, wenn es 3, 4 oder 5 Kinder geben könnte, dann ist es wieder ein Children Array, das wir eben entsprechend durchgehen. Gut, die Wunschreihenfolge ist nun Ebene für Ebene, also wir gehen von Wurzelknoten, die nächste Ebene, und wenn diese vollständig abgearbeitet ist, nehmen wir die nächste Ebene, bis diese vollständig abgearbeitet ist, und erst zum Schluss alle Blätter. Auch hier brauchen wir wieder irgendeine Art von Liste, die uns quasi die Reihenfolge vorgibt oder die uns hilft, die Reihenfolge einzuhalten. Und auch diesmal fangen wir natürlich beim Wurzelknoten an, den kennen wir ja. Gut, wir geben den Wurzelknoten rein und sagen wieder, haben wir den Wert gefunden, dann return true. Wir nehmen den Wurzelknoten aus der Liste raus und fügen die beiden Kinder ein. Also erst das linke Kind B und anschließend das rechte Kind C. Und nun nehmen wir nicht das. Also die Reihenfolge zum Hinzufügen ist schon mal anders wie bei der Tiefensuche. Da haben wir erst das rechte Kind, dann das linke. Diesmal nehmen wir das linke und anschließend das rechte. Wir nehmen auch nicht das letzte raus, sondern immer das erste aus dieser Liste. Ja, also wir nehmen das B raus und fügen wieder das entsprechende Kind hinzu. Erst das linke Kind, falls es existiert, und anschließend das rechte Kind, das in diesem Fall nicht existiert. Deswegen ist nur E in unserer To-Do-Liste hinzugekommen. Wir nehmen wieder das erste Element aus der Liste raus, das C, geben das linke Kind rein und geben anschließend das rechte Kind rein. Natürlich immer dazwischen abgefragt, vorher, ob wir nicht den Wert schon gefunden haben. Wir nehmen wieder das erste aus der Liste raus. Wir sehen, die erste Ebene haben wir abgearbeitet. Und das nächste Element, der nächste Knoten ist das E, also sind wir jetzt in der nächsten Ebene. Ja, wir fangen wieder links an, geben das linke Kind hinzu, geben das rechte Kind hinzu und somit haben wir das E abgearbeitet. Als nächstes muss das nächste Element in die Ebene kommen, also D, und das ist auch wieder das erste, noch nicht bearbeitete in unserer Liste. Also D rausgenommen, wir geben das linke Kind hinzu, H, wir geben das rechte Kind hinzu, I. Anschließend nächstes Element rausgenommen, also das erste Element aus der Liste rausgenommen, das G, und wir geben das linke Kind hinzu, das rechte Kind hinzu und gehen weiter in unserer Liste. Noch ist sie ja nicht vollständig abgearbeitet. Wir nehmen das J, nehmen das raus, ist der Wert gefunden, dann ja, return true. Ansonsten geben wir das linke Kind hinzu, falls eines existiert, beziehungsweise das rechte Kind, falls eines existiert. In diesem Fall existiert nichts, also soweit so fertig. Wir nehmen das nächste Element K raus, Wert gefunden, wenn ja, return true. Wenn es ein linkes Kind gibt, hinzufügen. Wenn es ein rechtes Kind gibt, hinzufügen. Ist aber nicht dabei, also weiter zum nächsten Element und so arbeiten wir diese Liste ab, bis wir schlussendlich die Liste durch sind und keine Elemente mehr da sind, die wir noch nicht abgearbeitet haben. Der Algorithmus wäre also, Wurzelknoten hinzufügen, Wert gefunden, return true, linkes Kind in die To-Do-Liste einfügen, rechtes Kind in die To-Do-Liste einfügen und nimm immer das erste Element aus der To-Do-Liste raus. Ja, das wiederholen wir wieder, solange Elemente in der Liste sind, und wenn wir mit der Schleife fertig sind und keine Elemente mehr in der Liste haben, dann return false. Ja, diesmal fügen wir immer hinten an und nehmen vorne raus. Also, wir haben hier sowas wie ein First in, First out. Ein FIFO. Auch dazu gibt es schon ein Video. Viel Spaß beim Ausprobieren.